Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Generation Zero. Hä? Sind da zwei Kisten ineinander? Tatsache. Nicht in einer besseren Art. Viele von denen, oder? Der Schusslinie. Ich habe noch nicht gesehen, oder? Hat den schon vernichtet, ey, boah.
Stimmt, ich mache mehr Schaden. Warte mal, habe ich gerade das Flugvieh besiegt, ohne Schaden zu nehmen? Hm. Ein hastig hingekritzeltes Süß an den Leser dieses Eintrags. Dieser Militärschiff wird maschinengestürmt. Wir sammeln uns in Havskrogen an der Küste, um bis zur Extraktion auszuharren. Vergesst uns nicht. Alle tot. Ja gut, das ist ja hier gleich in der Nähe, ne? Da können wir rein. Ja gut, diese Armeeleute sind wahrscheinlich hinüber. Ich brauche wohl mal wieder Raketen. Ich bezweifle, dass hier jemand lebt. Irgendwie so lebende Menschen haben wir bis jetzt ja auch nur zwei getroffen. Und dem wir eigentlich auch nichts mehr hören. Aha. Oh Mann. Bis zum letzten Mann. Oh Mann, bis zum letzten Mann. Sehr schön. Sprinten deaktiviert. Ach, mich doch. Ja, damit ist das hier erledigt. Wenn wir hier sind, könnten wir dorthin. Habe aber keine Lust. Es ist halt ein Unterschlupf. Was soll ich mit noch einem Unterschlupf? Ist ja nicht so, dass ich hier schon Tausende habe. Könnten wir dahin? Ja. Folge ich das? Bestimmt. Thank you.
Ich bin das erste Ziel für euch. Au. Ja, was ist denn hier wieder los? Das Licht da hinten oder was ist das? Ja, das ist ein Suchscheinwerfer. Ach Mann, dieses ganze Gelute. Antarktis-Hose, interessant. Ach, das ist das Ding. Können uns dem ja mal nähern, vielleicht zu, weiß nicht, können wir da ja rein. Festung, aber was ist das?
Oh, hier findet doch sowas von ein riesiger Bosskampf statt, oder? Boah, Alter, wie das hier schallt, ey. Cooler Sound. Nicht schlecht. Kann man dann Deckung suchen in den in der Luft? Okay, da hat man sich wohl ein bisschen was gespart. Okay. Ja, mal schauen, ob wir hier später noch mal hinkommen. Es sieht aber so. Oder ist hier vielleicht irgendwas Riesiges entkommen? Dass hier an irgendwas geforscht wurde und irgendwie so. Aber wie riesig kann das sein, wenn es durch das Tor passt? Spekulation, Spekulatius. Irgendwas sagt mir, wenn überhaupt, werden wir es sowieso irgendwann herausfinden. Hinderniskurs, ja, das trifft's irgendwie. Ich muss da halt wieder dran vorbei. Diese Flugdinger, Mann, wenn ich überlege, dass ich am Anfang ganz andere als meine Hassviecher genommen habe. Aber diese Flugdinger, die toppen es eigentlich. Bis jetzt zumindest. Mal gucken, wann das nächste kommt, was noch schlimmer ist. Werde ich sterben? Hilfe! 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 Das ist ziemlich das Dämlichste, was ich hätte machen können. Ah, Hilfe! 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 Ich gehe in ein Zelt, das ist vor Raketenbeschuss sicher.
Das sucht mich noch, ne? Naja, ich glaube, ich lasse den mal suchen und in der Zwischenzeit mache ich mal ein kleines Folgenpäuschen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge oder morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.